Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Hier mein Intro-Tierchen, eine einheimische Kreuzotter. Ich bin so mutig und lasse mich nicht beißen von ihr. Nee, natürlich Spaß beiseite, aber sieht ja wirklich tatsächlich fast wie eine Kreuzotter aus. Ne? Das ist eine Pazifikboa Candoia carinata, eine seltene Riesenschlange, eine Boa, kommt von den Salomoneninseln. Sieht man in der Terraristik gelegentlich, aber nicht allzu oft. Wirklich wunderschöne Tiere, auch relativ problemlos. Fressen Mäuse ohne Probleme. Also lassen sich eigentlich ganz gut halten, wären nicht sonderlich groß. Aber wie gesagt, man sieht sie recht selten in der Terraristik. Und deswegen wollte ich sie euch heute mal als Intro-Tierchen zeigen. Diese hübschen Kollegen hier, ich muss euch mal so hinhalten, dass ihr den von vorne seht. Das ist unser heutiges Thema. Das ist ja das perfekte Tier, der macht so schön seinen Kragen auf, ne? Und droht mir hier aufs Übelste. Unser Thema heute, die Kragenechsen, Chlamydosaurus kingi, ist eine mittelgroße Echsenart. Kommt aus dem Norden von Australien, dadurch sind sie eigentlich am bekanntesten. Die australischen Kragenechsen kommen allerdings auch auf Papua-Neuguinea vor, beziehungsweise aus Indonesien, aus dem Süden von Neuguinea. Wenn ihr es euch auf der Karte anschaut, das Biotop ist sozusagen durchs Meer getrennt zwischen Indonesien und Australien. Ne? Norden Australien, Süden von Indonesien oder von Neuguinea kommen diese Kragenechsen vor. Vom Biotop her leben sie in einem steinigen, felsigen Biotop, also sowohl als auch steinig, felsig, sandig, sind eigentlich eher Bodenbewohner, wobei sie auch relativ gern klettern oder auf die Bäume gehen. Ich habe mich mit Ray Hauser aus Australien, der ist immer mein, was australische Tiere angeht, immer ein bisschen meine Hilfe oder wenn ich was wissen muss, schicke ich dem eine Mail, dann kriege ich meist recht schnell eine Antwort von ihm. Habe ihn gefragt, weil bei uns sagt man eigentlich, dass die viel eher auf den Bäumen leben oder auf solchen niedrigen Pfosten, Stämmen leben. Er sagt, dass sie prinzipiell eigentlich eher auf dem Boden sind, allenfalls durch die Hitze oder wenn der Boden wahnsinnig heiß ist oder sich aufhitzt, ne, oder die Wärme sich staut, dann gehen sie auf die Bäume, um dieser Hitze etwas auszuweichen. Ne. Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Aspekt. Ne. Also die wollen nicht unbedingt auf dem Baum sein, weil sie gern klettern, sondern sie gehen da hoch, wenn es denen auf dem Boden zu heiß wird. Ansonsten vom Klima, vom Terrarienklima, den Bardagamen recht ähnlich. Ne? Also die brauchen wirklich ein ganz heißes Terrarium oder eine richtige Hitze im Terrarium, eine starke Beleuchtung. Ne? Also mit HID-Lampen oder Mischlichtlampen, hoher UV-Anteil, hohe Lichtintensität, richtig heiß. Da wollen die am Tag sozusagen in der prallen Sonne leben oder sein. Und nachts macht ja alles aus. Nachts kann das runtergehen auf unter 20 Grad, also auf Zimmertemperatur, nachts alles aus. Und dann lassen die Kragenechsen sich da wirklich recht gut halten oder sehr gut halten im Terrarium. Generell sind es recht zutrauliche Terrarientiere, ne? Also das Tier von gerade eben ist eigentlich schon eher die Ausnahme, dass die so schön ihren Kragen stellen. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr die als Terrarientier habt. Sieht man relativ selten, dass die wirklich so schön drohen. Ne? Das soll ja natürlich ein Drohen sein gegen Feinde. Damit wollen sie sich die Feinde vom Hals halten. Meistens sehen die so aus wie der hier. Gucken wegen gelangweilt in die Gegend. Der Kragen liegt um den Hals an. Das hier ist ein adultes Weibchen. Da sind wir eigentlich gleich beim guten Thema. Das ist so ein, ich würde mal sagen, ein normal großes Weibchen, haben ungefähr diese Größe, also mit Schwanz. Na, was wird der haben? Vielleicht so 50 cm, knapp 50 cm. Es gibt noch größere Weibchen, 60, 70 cm vielleicht sogar mit Schwanz. Männchen werden noch größer, die werden so bis knapp 1 Meter, 80, 90 cm. Wobei 2/3 von der ganzen Sache immer der Schwanz ist. Ne? Also selbst ein 90 cm Männchen hat vielleicht 30 cm Kopfrumpflänge. Ne? Also es ist, wenn man die Tiere dann so sieht, wie gesagt, kürze eher zu den mittelgroßen Echsen.
Ich habe es gerade schon gesagt, sie sind in der Regel recht brav, recht anständig, also eigentlich fast mit den Bardagamen vergleichbar, auch vom Handling her. Und von dem her wirklich ein tolles, schönes Terrarientier. Dann kommen wir zur Haltung von den Kragenechsen im Terrarium. Laut Haltungsrichtlinien oder beziehungsweise in den Haltungsrichtlinien stehen die Kragenechsen gar nicht speziell aufgeführt, aber ich denke, sie werden vergleichbar mit zum Beispiel Wasseragamen oder Segelechsen gesehen. Da wären wir bei 5x3x4 Kopfrumpflänge, ja? Also 5x Kopfrumpflänge Breite. Wir haben jetzt gesagt, ein großes Tier ist ca. 30 cm groß, also sprich 1,50 m mal 3 wäre 90 Tiefe mal 4 wäre 1,20 Meter hoch. Ja, 1,50 Meter, 90 Meter 20 wäre laut Bundesamt das Minimummaß für ein adultes Männchen. Ich denke, das ist auch wirklich das Minimummaß für ein Terrarium. Ne? 1,50 Meter mal 80 oder 1 Meter mal ja, 1,20 Meter oder besser 1,50 Meter hoch. Das ist sicher ein schönes, perfektes Bardagamen-Terrarium. Und das konnte ich euch hier natürlich nicht hinstellen, aber ich kann euch hier die Einrichtung zeigen als Bodengrund. Also wir verwenden das Espen Supersoft, nee, beziehungsweise das Premium, Entschuldigung, Premium Espen, hat sich bei uns perfekt bewährt. Viele von euch werden jetzt wieder sagen, um Gottes Willen, das Holz als Einstreu, der braucht doch Sand oder sowas. Meiner Meinung nach leben die ganz super auf dem Holz, habe ich seit Jahrzehnten so und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber da hat jeder seine Meinung. Ich möchte auch vom Sand nicht absprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die natürlich auf Sand halten. Das Herzstück von diesem Terrarium ist die Beleuchtung. Die Kragenechsen brauchen wirklich, habe ich vorher schon angesprochen, eine perfekte Beleuchtung. Die brauchen es ganz hell, die brauchen es relativ warm oder heiß im Sonnenlicht. Und sie brauchen natürlich eine große Menge UV-Licht. Also deswegen, ihr könnt mit so HID-Strahlern, ne, HID sind diese hier mit Vorschaltgerät, könnt ihr arbeiten. Oder mit so Mischlichtlampen ohne Vorschaltgerät, eins von beidem. Die untere Variante ist die teurere Variante, diese Mischlicht ist die günstigere Variante. Entscheidet euch, was euer Geldbeutel hergibt. Gut ist beides vom UV, von der Lichtintensität ist beides wirklich ganz gut. Dazu braucht er natürlich dann einen Reflektor, wo er die Leuchtmittel reinmacht. Beziehungsweise für dieses große Terrarium, das ich gerade angesprochen habe, mit 1,50 Meter, braucht er auf jeden Fall mindestens 300 Watt, wenn nicht gar sogar 400 Watt an Lampen, was ihr reinhängen müsst. Also da reicht dann nicht eine Lampe, da müsst ihr zwei oder gar drei Lampen reinmachen, damit es wirklich gut, zum einen gut ausgeleuchtet ist und zum anderen auch die entsprechende Wärme hat. Also ihr produziert auch die Wärme im Terrarium nur über die Lampen, ne? Wärme, Lichtintensität, UV-Licht, alles durch die Lampen, dann habt ihr es wirklich perfekt. Das lasst ihr 10 Stunden am Tag an, macht dann ein Thermometer rein oder hier Thermohygrometer, dass ihr die Temperatur überprüfen könnt. Inneneinrichtung, Deko habe ich jetzt hier auch weggelassen. Müsst ihr schön strukturieren, das Terrarium, vielleicht mit einer gescheiten Rückwand, wo die Tiere dran klettern können, mit dicken, stabilen Ästen, Kork-Äste zum Beispiel, diese Tronchos eignen sich ganz gut, die ihr reinstellen könnt. Also wie gesagt, in der Natur ist es so, wenn es unten zu heiß wird, gehen die auf die Bäume, um sich etwas abzukühlen, beziehungsweise da können sie dann je nach Tageszeit sogar wählen, ob sie in der Sonne sitzen, ob sie im Schatten sitzen. Ich glaube, so regulieren die ihre Körpertemperatur. Also tut dieses strukturierte Terrarium bereitstellen, macht eine Wasserschale rein, die muss nicht allzu groß sein. Ihr werdet die wahrscheinlich kaum oder nie baden sehen, aber sie tun auch mal durchlaufen oder reinlaufen, habe ich auch schon beobachtet. Also würde ich eine Wasserschale reinmachen, wo sie reingehen können und vielleicht ein bisschen Grünzeug noch rein, mehr aus optischen Gründen. Und dann habt ihr wirklich ein schönes Kragenechsen-Terrarium und werdet wirklich Freude dran haben. Dann kommen wir zur Fütterung. Die Kragenechsen sind überwiegend Carnivore, das heißt Fleischfresser, Insektenfresser. Als Jungtiere würde ich sie jeden Tag oder mindestens 5 bis 6 Tage die Woche denen Futter anbieten. Adulte Tiere könnt ihr
3 bis 4 Mal die Woche füttern, je nachdem, wenn ihr Weibchen habt, die Eier produzieren, die Weibchen natürlich stärker füttern. Wenn ihr Männchen habt oder Einzeltiere habt, reicht es 2-3 Mal die Woche. Wir verwenden als Futter am liebsten eigentlich die Heuschrecken, die hauen nicht so gut ab. Schaben ist auch immer tolles Futter, verkriechen sich allerdings relativ schnell. Grillen und Heimchen könnt ihr auch geben, sind auch gut. Das sind so die üblichen Futtertiere, die mir geben. Würmer, sage ich immer, macht langsam bzw. lasst die ganz weg. Mehlwürmer, Zofobass und so weiter sind einfach zu fett, zu phosphorreich. Weniger füttern, beschränkt euch auf alles, was hüpft und springt. Die Futtertiere immer gut bestäuben mit Mineralien, ganz wichtig. Hier mein Tipp ist das Complete mit dem Mineral 2:1 mischen. Habt ihr die perfekte Mischung an Mineralien, D3, Calcium, damit die Futtertiere einstäuben, den Tieren geben und sind eigentlich immer gute Fresser, die gut rangehen. Wundert euch nicht, die Kragenechsen sehen immer irgendwie wegen so nach Hungerhaken aus. Also jetzt haben wir zum Beispiel neue gekriegt und eine Mitarbeiterin, die eigentlich schon lange bei uns ist, hat gesagt, oh Stefan, guck dir die mal an, die sehen gar nicht gut aus, die sind ja voll dünn und so weiter, gucken die Hüftknochen raus. Die sind ein bisschen so, die Kragenechsen, wenn man es gerade so, man hat so die Badergamen meinetwegen im Kopf, die haben immer wegen so knochig an den Hüften rum und so weiter. Man denkt immer wegen, ach, die fallen gleich vom Fleisch. Das ist normal bei denen, die sehen einfach so aus. Ne? Also da müsst ihr euch ein bisschen dran gewöhnen, dass die einfach recht schlank und knochig und drahtig aussehen. Das ist alles okay. Dann kommen wir zum Thema Zucht. Als Terrarianer sind wir natürlich immer bemüht, die Tiere perfekt zu halten und am besten auch zu vermehren. Vor der Zucht steht die Geschlechtsbestimmung. Ihr könnt es ist ähnlich wie bei Badergamen, also sorry, wenn ich immer auf die Badergamen zurückkomme, aber die sind einfach so häufig in der Terroristik, dass man es kennt. Am besten lassen die Geschlechter sich unterscheiden anhand der Schwanzwurzel, allerdings auch erst bei größeren Tieren. Ne? Bei so einem Jungtier, das ich jetzt hier habe, der ist ungefähr 8 Wochen alt, da ist noch ganz schwer bis fast unmöglich. Bei größeren Tieren kann man bei den Männchen hier Kloake abwärts die 2 Hemipenistaschen bzw. Hemipenisse erkennen, wenn man so von unten drauf guckt. Ne? Also so wie bei den Badergamen auch so schräg drauf gucken, dann sieht man so ein bisschen bei den Männchen die Penistaschen, bei den Weibchen nicht. Es ist nicht ganz einfach, es ist noch ein bisschen schwieriger wie bei den Badergamen, würde ich sagen. Aber umso größer die Tiere werden, umso besser erkennt man es. Die Stimulation von der Zucht erfolgt über die Winterruhe. Ne? Man macht bei den Kragenechsen, ähnlich wie bei den Badergamen, macht man ca. 8 bis 10 Wochen Winterruhe. Bei kühler Raumtemperatur ist ausreichend. Und danach beginnt die Paarungszeit, fangen die an zu paaren, die Männchen. Und lassen sich eigentlich ganz gut vermehren, machen mehrere Gelege im Jahr, tun mehrere Gelege absetzen im Jahr. Die Eier kommen in den Inkubator. 31 Grad würde ich als Bruttemperatur vorschlagen. Hat ein oder andere von euch vielleicht andere Erfahrungen, dürft ihr gern unten posten. Ich würde zwischen 30 und 31 würde ich sie inkubieren und dann schlüpfen nach rund 2 Monaten so hübsche kleine Kragenechsen aus den Eiern. Also es ist wirklich ein Terrarientier, das sich tatsächlich relativ gut vermehren lässt und von dem her auch toll für die Terraristik geeignet ist. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.